So, hi zusammen. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euer Fahrzeug oder Auto richtig wascht. Wirklich empfehlenswert, wenn es ein gutes Fahrzeug ist oder auch bei einem schlechteren in Anführungsstrichen. Es ist halt relativ wichtig, damit keine Waschanlagenkratzer reinkommen, die wirklich immer scheiße sind. Und ja, dementsprechend hier ein Beispiel meines BMW Z4. Felgen habe ich bereits eingesprüht und angefangen zu reinigen. Habe ich euch, oder müsst ihr in meinem Kanal gucken, habe ich auch schon zwei Videos von drin. Und ja, mein Wagen ist noch relativ neu, aber jetzt sehen wir jetzt hier zum Beispiel so starke Drecksstellen. Ist natürlich bei dem Wetter, bleibt das einfach nicht aus. Und der erste Schritt, den man machen muss, man sollte sich hier so einen speziellen Wascheimer besorgen. Das zeige ich euch mal, hier haben wir so ein paar Utensilien drin. Der Wascheimer hat hier unten so ein Gitter drin, so einen Boden. Und dieser ist insofern gut, wenn ihr euch das vorstellt, der Eimer. Das Ding sitzt jetzt im Eimer. Die Steine und kleine, ja, möglichen Übeltäter, die Kratzer verursachen, die fallen nach unten und bleiben auch unten, weil die durch das Gitter nicht wieder nach oben können. Dann geht ihr mit dem Waschschwamm einfach mit der Hand unten rein und zieht den hier so sauber ab und der Schmutz fällt ab und fällt nach unten. Und das ist halt wirklich die schonendste Möglichkeit, um kratzfrei ein Fahrzeug zu waschen. So, das passt auch nochmal. Nur mit einer Hand ist das alles ein bisschen schwieriger. Sorry dafür. Habe ich jetzt noch Handschuhe. Und die sind von Mike Wires, die ich hier habe. Die sind nicht ganz günstig, kosten ca. um die 15 Euro, aber wirklich gut, weil die wirklich sehr weich sind. Und hier haben wir im Vergleich dazu mal so ein 5-Euro-Ding, so ein billiges. Also das Teil, damit kann man nicht wirklich arbeiten, weil man bekommt den auch nicht mehr richtig sauber, wie ihr seht. Der war zwar in der Waschmaschine, aber hat hier einfach immer noch ziemlich viel Dreck drin. Habe ich einfach dabei, falls ich mal irgendwie irgendwas an den Felgen oder so nicht wegbekomme, da will ich halt mit meinen guten Schwämmen nicht dran. Dann, was auch sehr gut ist, ist hier so eine Art Klobürste, kann man böse dazu sagen, ist von Daytona die Speedmaster Pro und das ist eine spezielle Felgenputzbürste, weil da kommen wir nämlich in das tiefe Felgenbett sehr ideal rein. So, das wäre das. Dann habe ich hier auch noch ein Felgenputzvideo zu sehen, so einen speziellen Pinsel, auch von Valet Pro, und damit hat man die Möglichkeit, bei den Felgen die Zwischenräume von den Schraubenlöchern zu putzen. Das habe ich hier sonst noch, ja, noch so eine billige 5-Euro-Putze, womit ich hier zwischen die Felgen Stäbe komme. Genau, das gibt's auch noch. Ja, ansonsten jetzt zum Waschprozess. Wir haben jetzt hier so eine Lanze liegen und die stecke ich jetzt ganz easy hier rein. Hab schon Waschmittel im Eimer drin. Hau jetzt hier 50 Cent einfach in das Gerät und sprühe hier den Eimer ein bisschen voll. Und danach mache ich erstmal so eine Grundreinigung des Fahrzeugs. Hier die Felgen kann ich in einem auch schon putzen. Die hatte ich mit dem Felgenreiniger schon eingesprüht. Und danach hier an die Stellen, wo halt der ganze Laub und der Dreck liegt. Und dann die nächste Felge. Natürlich auch die Windschutzscheibe mal so ein bisschen. Das ganze Tierzeug von der Autobahnfahrt. Hier der Bereich Radkästen natürlich nicht vergessen. Okay, läuft jetzt alles nicht ganz so perfekt. Mit einer Hand die Lanze zu halten, ist doch ein bisschen schwerer als erwartet, muss ich zugeben. Das bitte ich zu entschuldigen. Aber vom Prozess her ist es ganz easy. Ihr werdet mich da verstehen. Da mache ich mir keine Sorgen. Und so, jetzt muss ich mal kurz den Handschuh ausziehen. So, Gummihandschuh ausgezogen. Jetzt können wir hier zum Eimer gehen, nehmen uns hier einen guten Mike Wires Waschhandschuh raus. Wie ihr seht, hat das auch ordentlich geschäumt. Mit einer Hand hier alles zu machen, ist wirklich nicht so easy. Einen Kameramann bräuchte man. Sorry. So, wie ihr sehen könnt, von der Größe her sind die Dinger auch optimal. Jetzt gehe ich mit dem Eimer hier hin. Und jetzt stellen wir uns bildlich vor,
Wir unterteilen das Fahrzeug in zwei Bereiche, ziehen hier quasi eine bildliche Linie. Der untere Bereich wird nur mit dem anderen Schwamm benutzt und gewaschen und dieser Bereich, der obere Bereich, wird nur mit diesem Schwamm gewaschen. Das ist insofern wichtig, weil im unteren Bereich deutlich mehr kleine Steinchen und Dreck vorhanden ist, den wir sonst aufs ganze Fahrzeug verteilen würden. Deswegen ist es wirklich elementar wichtig, das Fahrzeug in diese zwei Bereiche einzuteilen. Ja, wie ihr seht, schäumt es jetzt leider nicht mehr ganz so doll. Aber der Schaum ist jetzt auch nur mehr Deko als funktional. So, und dann wirklich einfach ganz normal putzen, putzen, putzen. Stinkt langweilig, wie das jeder kennt. Aber wem es Spaß macht, also ich habe da auch was Freude dran. Mit den richtigen Materialien macht das nämlich auch Spaß. So, und da es jetzt was langweiliger für euch ist, mache ich jetzt mal kurz Pause. Und wenn es gleich weitergeht, geht's wieder weiter. So, und weiter geht's. Wie ihr sehen könnt, waschen ist erfolgt. Und jetzt kommt das Abspritzen und wichtig, ich arbeite rein mit Klarspülen. Na, jetzt ist die Münze drin. Und jetzt einfach absprühen. So, sorry, ich muss jetzt gerade abdrücken oder pausieren, weil das einfach zu stressig war, nur mit der linken oder der rechten Hand die Lanze da zu halten und richtig abzukerchern. Und ja, jetzt seht ihr das vorläufige Ergebnis. Wir haben den Wagen jetzt grundgereinigt, also schon ja, mehr als grundgereinigt. Und jetzt geht es daran, damit das Wasser nicht eintrocknet oder überhaupt so hässliche Wasserflecken gibt, das richtig zu trocknen. Und dafür gibt es auch wieder was richtig Cooles. Aus den USA kommen die meisten dieser Produkte. Da haben wir, wo sind sie hier, die beiden? Genau, und dieses sogenannte Water Magnet, also Wassermagnet nennen die sich diese Handtücher oder Tücher. Und wie ihr sehen könnt, haben die so eine Art Wabenstruktur. Und die sind ebenfalls von Meguiar's. Packe ich die Links zu den Produkten alle mal unten in die Infobox. Und die sind wirklich genial, wenn man damit putzt. Also ich finde, man hört das richtig, wie das Wasser aufnehmen. Hier zum Beispiel mit Z4 bei der großen, langen Motorhaube. Jetzt nehmen wir das mal so. Falten das ein bisschen und ziehen hier mal so drüber. Und zack. Und dann haben wir hier eigentlich nur noch so ein paar kleinere Restbestände. Und wenn ihr seht, ordentlich Wasser aufgenommen. Nehmen wir jetzt eine trockene Seite und wenn wir jetzt hier drüber ziehen, haben wir wirklich absolut schlierenfrei das Fahrzeug abgetrocknet. So, zack. Also das ist doch wirklich ein geiler Effekt. Also so kann man wirklich ein Fahrzeug sehr schonend reinigen und hier ist wirklich ideal gereinigt und trocken. Machen wir ein bisschen drüber gehen und der Rest wird auch in der Luft getrocknet. Also so reinigt man eigentlich wirklich schonend und sehr gut und effektiv, effizient ein Fahrzeug. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Grundkurs mal so einen kleinen Einblick geben. Und wir hören uns aber gleich nochmal, sobald das Fahrzeug komplett abgetrocknet wurde von mir. So, hier ich nochmal. Ihr seht, haben wir hier noch ein Restwasser. Und weil ich diesen Effekt, wenn das Wasserhandtuch das Wasser aufsaugt, also Water Magnet, so geil finde, versuche ich das mal aufzunehmen. Kommt man jetzt hoffentlich ein bisschen hören auf der Kamera oder in dem Video, weil das klingt so richtig, als würde dieses Handtuch das Wasser aufsaugen und einfach saufen. Also das ist wirklich faszinierend, richtig genial. Macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten. So, aber ganz wichtig und fast vergessen, was man auf keinen Fall vergessen darf, was wirklich nur wenige Menschen bei ihm waschen machen. Ich habe ja so ein älteres dieser Tücher. Und ganz wichtig ist es hier, die Bereiche zu reinigen, sprich Türrahmen. Denn das Wasser, was sich hier absetzt, kann fatale Folgen haben. Im Sinne der vom Rost. So, und auch wichtig, hier natürlich im Türbereich und hier unten ebenfalls. Ich glaube, das kann die Kamera jetzt leider nicht einfangen. Aber hier ist natürlich auch Wasser vorhanden, das weg muss. Weil stehendes Wasser auf Metall ist natürlich nicht optimal. Das gleiche gilt natürlich auch für den Kofferraum. Das sehen wir schon hier, wie es hier runter tropft. Das ganze Wasserlache irgendwo noch vorhanden. Und dann natürlich auch hier nochmal durchziehen und wirklich abtrocknen.
Hier genauso. Und das gleiche gilt natürlich auch für die Fahrertür. Die mache ich jetzt nicht extra nochmal vor. Aber natürlich auch für den Motorraum. Heißt Motorhaube öffnen. Und hier eben so reinigen, wie ihr sehen könnt, wo es hier überall an Wasser runtertropft. Das auf keinen Fall stehen lassen, genauso wenig wie hier oben. Können wir einfach mal anfangen. Zack. Der Bereich. Und hier auf keinen Fall stehen lassen, dieses Wasser. Das muss weg. Das ist wirklich wichtig. Das kann ich euch nur ans Herz legen, genau wie hier. Sehen wir auch hier, was sich hier für eine Pfütze sogar angesammelt hat durch die Reinigung. Genauso wie dort bei dem rechten Scheibenwischer. Und das muss natürlich alles weg. Genauso auch hier über oberhalb der Scheinwerfer und hier auf der Gummilippe. Achso, falls ihr jetzt nochmal einen Blick auf meinen Motor spinksen möchtet, mache ich gerne, weil ich sehr begeistert bin von diesem Motor. Das ist der 306 PS Motor, 3 Liter Biturbo. Ja, der macht Spaß. Ja, und dann natürlich auf der anderen Seite genauso. So, jetzt, wie ihr sehen könnt, sind wir durch. Was ich gerade noch vergessen hatte, ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen, hier die Bereiche des Kofferraumdeckels unbedingt auch abtrocknen. Denn hier sind natürlich auch immer so Stellen, wo es anfangen kann zu rosten, wenn das Wasser einfach zu lange drin steht. Und ja, Motorhaubenbereich genauso. Können wir jetzt mal zumachen. Wie ihr sehen könnt, hier ist kein Tropfen Wasser mehr vorhanden. Der Wagen ist super trocken und gereinigt. Und ja, also das ist meine Art, wie ich so ein Auto reinige. Und kann das wirklich nur empfehlen. Ich packe euch mal einige Links zu den Produkten, die ich benutze, unten in die Infobox. Und falls Fragen sind, einfach in die Kommentare. Also, viel Spaß beim Putzen.